arbeite zusammen mit dir auf dem Bau und wir verbringen die meisten Wochenenden zusammen. Warum schickst du meinen Gehaltscheck immer noch per Post? Hey, Jeannie erledigt die Buchhaltung. Sie hat ihr System und ich mische mich nicht ein. Mein Scheck liegt auch im Briefkasten. Ja, aber das verstehe ich nicht. Sie hat mir 20 Mäuse abgezogen und ich habe diese Woche nicht ein einziges Werkzeug verloren, Barry. Na, dann schreib ihr eine Nachricht. Kein Problem. Mann, kannst du das ja nicht einfach ausrichten? Was, deinetwegen soll ich mit meiner Frau sprechen? Tut mir leid, so funktioniert das System nun gar nicht. Oh. Was? Von Trinas Arbeitgeber. Die Central Bank von Greater Tulsa lädt sie höflich zu ihrem ersten jährlichen Wohltätigkeitsball ein. Oh, das wird dir gefallen. Das ist wie eine Beerdigung, nur mit Band. Ich werde nicht zu einem Ball gehen, wo lauter versnobte Typen rumhängen. Eher laufe ich über glühende Kohlen. Ich bin doch nicht verrückt, Barry. Tja, mein Freund, da läufst du offene Türen bei mir ein. Ich schaffe es schon seit Jahren, alle Feste von Jeannie zu vermeiden. Das betrifft die Familienzusammenkünfte, die Kirchentreffen, die Mördersuchspiele und sogar die Hochzeit ihrer Schwester. Ich habe mich vor allem gedrückt. Ich brauche für Samstag jedenfalls eine Ausrede. Ich möchte nicht auf diesen Ball gehen. Ich bin kein Partylöwe. Du brauchst keine Ausrede. Sag einfach die Wahrheit. Du hast keine Lust dazu. Hey, mit der Wahrheit habe ich es noch nie versucht. Glaub mir, die Wahrheit hat bei mir immer funktioniert. Du musstest also tatsächlich nicht zur Hochzeit deiner Schwägerin gehen, nur weil du gesagt hast, du möchtest nicht dahin? Das mit der Hochzeit war einfach Glück. Ich hatte Blut im Urin. Ich bin wieder da. Hi, Schatz. Ich werde dir sagen, wir fahren am Samstag eine Sonderschicht. Ach, nö, Rodney, ich möchte nicht, dass du mich damit reinziehst. Hör zu, wir haben uns versprochen, uns zu helfen. Denk mal an Vegas. Weißt du das noch, Prinz Barry? Hey, wie war dein Tag? Alles okay, und bei dir? Auch. Ich habe heute gelernt, was ein Muldenkipper ist. Ist gar nicht so unanständig, wie es sich anhört. Hör zu, ich habe da ein kleines Problem. Barry braucht mich am Samstag und zwar den ganzen Tag. Deshalb kann ich da nicht hingehen. Oh, wie schön, die Einladung für den Wohltätigkeitsball. Tja, ich würde gern hingehen, aber ich kann Barry damit nicht hängen lassen. Ist okay. Na, wenn es dabei nicht um Barry ginge, du musst da nicht hingehen. Wirklich nicht? Nein, ist bloß eine langweilige Jobsache. Nicht nötig, dass du hingehst. Ich verdiene dich nicht. Ja, ich weiß. Hey, bist du raus aus der Sache? Yep, Samstag fahren wir eine Sonderschicht. Und keine Beschwerden? Kein Gezicke? Nope. Denn ich habe eine tolle Frau, Barry. Ja, das kann sein. Gut möglich, dass sie gar nicht will, dass du hingehst. Das ist wirklich lächerlich. Natürlich möchte sie, dass ich hingehe. Bin gleich wieder da. Wieso willst du mich nicht dabei haben? Was? Warum soll ich nicht mit zum Ball kommen? Ich dachte, du arbeitest. Das war eine Lüge und das weißt du. Soll das heißen, du willst jetzt doch hingehen? Was für ein Quatsch. Ich will nur, dass du willst, dass ich hingehe. Na schön, hör zu. Ich wollte vorher nichts sagen, weil es Unglück bringt. Aber ich werde vielleicht zur Hauptkassiererin. Trina, befördert. Das ist großartig. Barry, sie wird vermutlich befördert. Wieso hast du nie was gesagt? Warte. Die Sache steht noch nicht fest. Es ist auch noch eine Kollegin im Gespräch. Gut möglich, dass es Irene wird. Wer ist denn Irene? Die blöde Kuh von Kollegin, mit der ich arbeite. Als Erste da, als Letzte weg und sie ist nie krank. Tja, dann macht sie wohl das Rennen. Trina, geh Irene doch einfach aus dem Weg. Wir können das Geld brauchen. Nein, es gibt nicht viel mehr Geld. Mir geht es darum, dass ich endlich mal eine Anerkennung dafür kriege, dass ich seit Jahren für den Laden so brav arbeite. Warte mal. Es geht um deine Beförderung und du willst nicht, dass ich dich begleite? Weißt du, das ist kompliziert, Rodney. Trina, ich kann dir helfen zu glänzen. Hey, ich dusche zur Abwechslung mal, sprühe mich ein bisschen ein und auf geht's. Na schön, hör zu. Das ist meine letzte Chance, einen guten Eindruck bei meinem Boss zu machen, bevor er die Entscheidung trifft. Und er hasst dich. Na, ich bin auch kein Fan von Gordon, was soll's? Aber er hat einen Grund dafür, dich zu hassen. Denk mal an das Sommerfest der Bank. Das Eselsoftball. Gehen Sie aus dem Weg, Gordon! Aus dem Weg! Gehen Sie da weg, Gordon! Los, verschwinden Sie! Der Esel war schuld, Trina. Er kannte den Unterschied zwischen Triple und Home Run nicht. Ich werde hier nicht länger stehen und zuhören, wie du über einen unschuldigen Esel herziehst. Also,
Also hör zu, falls Gordon immer noch sauer auf dich ist, werde ich allein auf den Ball gehen. Hey. Du hattest sowieso keine Lust. Nein, 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 ich werde mitgehen. Ich setze mich mit Gordon mal zusammen, wir kippen ein Bierchen und ich garantiere es dir, du wirst deine Beförderung bekommen. Hm? Ist das eine Garantie? Wie in einer heißen Wanne kann man nicht schwanger werden? Na, meinetwegen. Du darfst mit. Das wird großartig werden. Ich habe noch nie mit einem Bankdirektor geschlafen, Liebling. Geht mir auch so. Vermutlich bin ich deswegen nach 8 Jahren noch Kassiererin. Trina, Schatz, wir müssen jetzt endlich gehen. Dad, du siehst witzig aus. Du auch, aber wir haben dich behalten. Hey, du hast einen Stock? Wieso hast du einen Stock? Weil ich ohne Stock die Nummer nicht bringen könnte. Männer, wir werden uns heute Abend königlich amüsieren, hm? Soll ich etwa schon wieder deinen Ex-Freund anrufen und so tun, als wäre ich sein Sohn, von dem er nichts gewusst hat, oder was? Sollst du nicht. Bo ist diesmal damit dran. War ein Scherz. Nein, ihr werdet Tante Charlie bei ihren Psychologie-Hausaufgaben helfen. Na schön, wie ist seine Nummer? Nein, wir machen Hausaufgaben. Es gibt aber auch Süßigkeiten für euch. Cool. Hört sich super an. Charlie, machst du mir mal den Reißverschluss zu? Wow, Schatz. Du siehst zauberhaft aus. Was zur Hölle ist das? Ein Stock. Ist das nicht schick? Das ist kein Anlass, um deine Individualität auszudrücken. Trina, es ist nicht nur ein Stock, es ist ein multifunktionelles Partygerät. Pass auf. Verzeihung, mein guter Mann. Wären Sie wohl so freundlich, mich zum Pissoir zu dirigieren, bitte? Na? Lass den Stock hier. Okay. Aber wenn ich als Einziger ohne Stock auftauche, wirst du dich ziemlich dumm fühlen. Ein Designer-Label. Mieten, anziehen, zurückgeben? Nein, es ist aus einem Second-Hand-Laden und zwar für $30. Ist das nicht toll? Ja, es ist hinreißend. Was ist das? Was ist was? Naja, du hast hier einen kleinen Fleck auf der Schulter. Oh nein! Hast du den vorher gar nicht gesehen? Nein, es hat mein Bauch kaschiert, da habe ich auf die Schulter nicht geachtet. Ich kann doch nicht mit dem Fleck losgehen. Dann zieh eben was anderes an. Toll, ich habe nichts anderes. Du hast kein anderes Kleid, oder was? Oh, bitte entschuldige, ich ziehe einfach nochmal das Kleid vom Gouverneursempfang an, Schatz. Es müsste im Robenschrank sein. Reg dich ab, alles wird gut, Trina. Ich habe große Erfahrung mit befleckten Kleidern und... Nein, das ist nicht das, was ich gemeint habe. So, mal sehen, was wir da machen können. Ja, so. Na bitte. Der Fleck ist kaum noch zu sehen, wenn du dich so hältst. Sag mal, Charlie, ich werde doch nicht auf dem Ball rumlaufen wie ein halbgeköpftes Huhn. Na schön, wir werden nicht hingehen. Du lässt wegen eines kleinen Fleckes deine Beförderung sausen? Kommt nicht in Frage. Wir werden auf diesen Ball gehen und dann holst du dir den Job. Gib den her! Schön. Charlie, lass dir was einfallen. Das kriegen wir hin. Wenn ich mit dir fertig bin, wird niemand mehr was von diesem Fleck sehen können. Ladies and Gentlemen, bitte begrüßen Sie Trina und Rodney Hemming. Denkst du, jemand hat den Fleck gesehen? Hoffentlich. Wo steckt Gordon? Wir sollten ihn begrüßen. Ah, oh, da ist deine Frau Diane. Aber Gordon sehe ich nicht. Ah, und da ist Irene. Wo? Das orangefarbene Ungetüm, das um die Ehrentafel schleicht. Wenigstens läuft sie nicht Gefahr, im Wald erschossen zu werden. Sie tauscht die Platzkarten aus, weil sie neben Gordon sitzen will. Ist das nicht billig, Schatz? Krabbenhäppchen. Vielen Dank. Hey, da ist Gordon. Rodney, soweit ich weiß, gibt es am Buffet auch noch ein paar kalte Häppchen. Oh, ich glaube, im Moment möchten wir keine Häppchen mehr, vielen Dank. Trina, Sie sehen zauberhaft aus. Oh. Rodney, Sie haben einen Schnürsenkel um den Hals. Ja, es war dunkel im Schrank. Freut mich, dass Sie da sind, Trina. Dankeschön.
Du spuckst hier mit Essen rum. Spinnst du eigentlich? Es war heiß. Was hätte ich machen sollen? Was weiß ich? Frag einen von den anderen 100 Leuten, die die Krabbenhäppchen nicht ausgespuckt haben. Hör zu, kannst du bitte versuchen, so etwas wie Stil an den Tag zu legen? Deswegen wollte ich den Stock mitnehmen. Hey. Hören Sie, Gordon, ich fühle mich immer noch mies wegen dieses Esel-Softball-Fiaskos. Schon längst vergessen. Das ist Schnee von gestern. Gut. Und 16 schmerzende Nägel in meinem Knie. Wow. Dann haben Sie wohl am Flughafen immer eine Leibesvisitation. Richtig. Ja, das ist leider so. Wow. Das ist ja irre. Ja, es heißt Intimglas. Es beschlägt, sobald man die Tür verriegelt. Ah, das gibt's, aber eine anständige Röntgenbrille kriegt keiner hin. Entschuldigen Sie mich. Klar, Gordo. Ich heiße Gordon und ich hasse Spitznamen. Schon klar, Meister. Das sieht Roddyline genauso. Wissen Sie, Diane, ich liebe es, mit Ihrem Mann zusammenzuarbeiten. Ich weiß nicht, wie er zu Hause ist, aber im Job ist er ein richtiger Witzbold. Mein Gordon, ein Witzbold. Ja, Sie müssten ihn näher kennenlernen. Der Mann taut buchstäblich auf. Ich meine nicht, dass Sie ihn nicht kennen würden. Sie liegen ja im selben Bett mit ihm. Ja. Ja, das tue ich. Diane, da sind Sie. Ja, und Sie sitzen fast auf dem Trockenen. Dankeschön, aber Trina hat mich gerade versorgt, Irene. Ja, aber natürlich. Sie weiß immer genau, wo die nächste Bar ist. Trina? Irene? Diane, vielen Dank für dieses wundervolle Fest. Ich amüsiere mich großartig. Ich amüsiere mich königlich. Das ist kein Wettrennen, Irene. Ich amüsiere mich, wie ich mich noch nie im Leben amüsiert habe. Ah ja, ich freue mich, dass Ihnen beiden das Fest so gut gefällt. Irene, ich finde Ihr Kleid wunderschön. Ja, mir gefällt die Farbe. Wie nennt man sie noch gleich? Mein letzter Versuch? Sie heißt Zartmandarine. Ach, natürlich. Es könnte sich nur um was Essbares handeln. Ihr Kleid sieht fast so aus wie eins, das ich mal hatte und sehr mochte. Geschmack hat man oder auch nicht? Leider musste ich es in einen Second-Hand-Laden geben. Es hatte einen Fleck auf der linken Schulter, der nicht mehr rausging. Oh. Ja, sowas ist blöd. Tja. Trina! Also, diese Ansteckblume sitzt an einer eigenartigen Stelle. Nein, tut sie nicht. Ich steck sie dir mal richtig drauf. Nein, danke. Aber sie sitzt doch viel zu hoch auf der Schulter, Trina. Nein, tut sie nicht. Trina, lass mich hier. Nein, lass jetzt los. Oh mein Gott, auf mich wurde geschossen. Dieses Experiment demonstriert eine Art von assoziativem Lernverhalten, in der eine Kausalität zwischen der Reaktion und der Präsentation der Stimulierung hergestellt wird. Okay, jetzt brauche ich erstmal einen Kaffee. Wann kriegen wir was Süßes? Na, immer mit der Ruhe, Subjekt B. Okay, legen wir los. Zuerst stellt ihr die Teller in die Spüle. Das war gut. Die sind für euch. Dankeschön. Schiebt die Stühle an den Tisch. Und hier ist die Belohnung. Und nun stellt ihr den Orangensaft wieder in den Kühlschrank und legt die Brezel in den Schrank. Beide Subjekte reagieren wie vorgesehen auf die positive Stimulierung. Wo ist die Belohnung? Vergiss es. Diesmal gibt's keine. Das ist nicht fair. Das ganze Leben ist nicht fair. Subjekt A wütend, niedergeschlagen und rotznäsig. Subjekt B sollte ich lieber nicht den Rücken zuwenden. Ja, das ist Intimglas. Es beschlägt, sobald man die Tür verriegelt. Wissen Sie, wie es funktioniert? Aber natürlich, Stan. Da drin ist ein Schlauch, der steht unter elektrischem Strom. Also positiver Pol und negativer ist auch da. Es ist digital. Oh Gordon, kennen Sie Rodney schon? Ja, ja, ich fürchte schon. Hey, wer möchte ein Bier? Ich gebe einen aus. Dies ist keine Kneipe, die sind gratis. Na, wenn das so ist, dann nehme ich noch eins mit. Schnell, einen Drink. Ach Mist, sind Ihre Taschen auch zugenäht? Ich möchte einen Doppel. Schießen Sie los, Dan. Was machen Sie beruflich? Ich bin im Ölgeschäft. Endlich ein Experte. Womöglich können Sie mir sagen, was zur Hölle ist Viskosität? Hallo, Irene. Hi, Gordon. Hallo, Stan. Rodney. Ohne Esel hätte ich Sie beinahe nicht wiedererkannt. Sie konnte keinen Begleiter finden, aber das kennen Sie ja sicher.
Rodney, würden Sie mir einen Gefallen tun und Trina ausrichten, dass am Freitag in Ihrer Kasse ein paar Dollar fehlten? Aber ich habe den Fehler natürlich schnell gefunden und ihn wieder ausgebügelt. Ich bin sicher, es gibt eine Erklärung dafür. Die Trina, die ich kenne, ist sehr gründlich. Wenn sie was anpackt, tut sie es hundertprozentig. Sie ist absolut professionell. Oh mein Gott. Sie hat vergessen, die Tür zu verriegeln. Tja, das ist wohl eher nicht so gründlich, hm? Schlagen, Liebling! Du musst die Tür verriegeln! Oh, ich will einfach nur nach Hause, bitte. Wir werden nicht aufgeben und Irene gewinnen lassen. Die haben mich pinkeln gesehen, Rodney. Game over. Weißt du, vielleicht solltest du nicht so viel trinken. Es sind noch ein paar Leute hier, die deine Show verpasst haben. An, wie die dicke Gordon voll labert. Wir hätten da sitzen sollen und ihn voll labern. Stattdessen sitzen wir hier mit Human Resources. Hey, das habe ich gehört. Mir völlig schnurrt. Ich habe Zugang zu Ihrer Personalakte. Ich habe Zugang zu Ihrem Girokonto. Duschi. Wieso bleiben wir eigentlich noch hier? Sie wird ihre Beförderung abräumen und ich werde so weiterarbeiten. Also was soll's? Komm schon, Trina, red keinen Quatsch, ja? Wo ist die Frau, in die ich mich verliebt habe? Die Frau, die so zuversichtlich ist, so furchtlos, so motiviert und hartnäckig. Du bist eine bessere, qualifiziertere Mitarbeiterin als Irene. Wann hattest du ein Krabbenhäppchen? Es ist hoffnungslos. Sie ist einfach zu gut. Ihre Kasse stimmt immer. Die Scheine zeigen immer genau in dieselbe Richtung. Ihre Beförderung ist ein Selbstgänger. Eine stimmende Kasse ist doch nun wirklich nicht alles. Gott, nee. Ich bin Bankkassiererin. Wenn ich nicht mal die Scheine in die richtige Richtung kriege, ist doch alles sinnlos. Der Abend lief nicht wie geplant. Gut, du hast vor deinem Boss gepinkelt. Ich völlig stocklos. Wir mussten alle federn lassen. Aber wir können die Sache noch zum Guten wenden. Komm mit. Wohin gehen wir? Es ist soweit, dich in Szene zu setzen. Du brauchst Zeit mit Gordo. Oh. Und Pfefferminz. Na, komm mit. Warum steht die Haustür sperrangelweit offen? Und wo ist Bo? Er spielt draußen auf der Straße. Was? Hey, Jungs, das ist nicht lustig. Macht auf! Tante Charlie, wenn du willst, dass wir dich schreien lassen, dann gib uns eine positive Stimulierung. Das ist clever. Okay, das Spiel läuft. Also ihr lasst mich rein und dafür bekommt ihr was Süßes. Sag uns erst, wo du es versteckt hast. Wenn ich euch verrate, wo die Süßigkeiten sind, dann werdet ihr mich nicht reinlassen. Das ist unfair. Tja, so ist das Leben. Oh nein, ihr werdet mich sofort reinlassen. Noch hab ich hier das Sagen. Verstanden, Jungs? Nein, ich habe nicht mehr das Sagen. Da ist Gordon, er tanzt mit Irene. Immer mir nach. Was soll das werden? Partnertausch. Darf ich? Nein! Darf ich? Gern. Jeannie hat einen Brief gekriegt wegen der fehlenden 20 Dollar. Du hattest tatsächlich recht. Es waren 20 zu wenig. Ich bin froh, dass wir das klären konnten. Wo ist mein Geld? Sollte in ein paar Tagen hier sein. Ich habe den Check gerade eingeworfen.
Hi. Gibt's was Neues? Yep. Vor euch steht die neue Chefkassiererin. Im Ernst? Hey, herzlichen Glückwunsch. Ich bin stolz auf dich. Vielen Dank. Sehr begeistert wirkst du nicht. Doch, ich freue mich. Ich bin nur nicht die Einzige, die heute befördert wurde. Rate, wer die neue Operations Managerin ist. Irene. Genau, die Riesenmandarine hat es geschafft. Und was tut eine Operations Managerin? Sie triezt die Chefkassiererin. Tut mir sehr leid, Schatz. Oh, sie mag die Schlacht gewonnen haben, aber der Krieg ist noch nicht vorbei. Und was soll das bedeuten? Es sind nur 6 Monate, bis das Sommerfest wieder stattfindet und Irene steht auf Softball. Dann brauche ich einen größeren Esel. Yes! Heavenly.